Hallo, liebe Freunde der Moto Guzzi und die, die es werden wollen. Euer Motorradtourer und Motorrad Adventure Touring auf dem Kanal 2 grüßen euch ganz herzlich zu diesem Video. Also ich war jetzt ja so rund 3000 Kilometer, also etwas mehr als 3000 Kilometer mit der Moto Guzzi schon unterwegs und viele haben mich angeschrieben, ob ich denn mal sagen könnte, wie ich denn zufrieden bin mit der Guzzi. Und das mache ich natürlich gerne. Ich habe mir heute überlegt, ich war heute auf dem Weg zur Platte, da war heute dieser Tag von der Polizei und beim Heimfahren habe ich mir gedacht, okay, jetzt halte ich mal an und sage ein bisschen was zu der Moto Guzzi. Also grundsätzlich ist es so, wenn ich selber ein Lastenheft geschrieben hätte, dann würde das dem schon sehr, sehr nahe kommen, wie denn die Moto Guzzi konstruiert und gebaut wurde. Also ich denke fast, das könnte Motorrad sein, was extra für mich gebaut wurde. Ich hatte ja noch eine BMW GS in der Garage stehen, die habe ich aber jetzt letzte Woche verkauft, weil ich sie wirklich nicht mehr brauche. Weil die Moto Guzzi ist so gut, mit der kann ich das alles machen, was ich möchte. Und zum Preis, der doch einige tausend Euro so unter den Wettbewerbern aus München liegt. Muss ich ganz klar sagen. Und was das alles ist, da fahre ich jetzt mal rechts ran und beschreibe ich das alles. Ali, hallo, herzlich willkommen. Ich wollte jetzt mal einen kurzen Zwischenstand geben. Die Guzzi, die hat jetzt rund 3000 Kilometer gelaufen. Und jetzt wollte ich euch einfach mal berichten, was mir in der Zeit so aufgefallen ist. Also, fangen wir mal mit dem Fahrwerk an. Das Fahrwerk in der Grundkonfiguration, wie es vom Hersteller gekam, hat sich jetzt bei mir so auf den ersten 1200 Kilometern hat sich als relativ straff angefühlt. Ich habe es dann beim ersten Service beim Roland Dez etwas weicher stellen lassen. Das heißt, wir haben vorne zwei Stufen zurückgenommen und hinten drei Stufen. Und jetzt muss ich sagen, ist es für mich sehr, sehr komfortabel und wirklich absolut top zu fahren. Wie das ganze Motorrad. Also ich bin sowas von überzeugt von der Stelvio. Kann man sich nicht vorstellen, also die hat jetzt wirklich Leistung, die hat super Bremsen, die hat ein tolles Fahrwerk, die hat super Möglichkeiten zum Gepäck unterbringen und sie steht nicht an jeder Ecke. Und Leistung, die 115 PS sind wirklich, wirklich allemal ausreichend. Ich bin gestern mit einer Gruppe GS'en gefahren, also das war so, dass man vielleicht mal aus der Kurve raus gemerkt hat, dass die ein bisschen besser wegbeschleunigt, aber ansonsten merkst du da wirklich keinen Unterschied. Also das ist absolut top zu fahren. Und Motor, wie gesagt, habe ich schon gesagt, der ist sehr drehmomentstark, wirklich. Also muss ich auch sagen, gegen die alte Stelvio oder auch die V85 TT ist das gar kein Vergleich. Im oberen Bereich, da ist sie natürlich, da legt sie nicht mehr zu, da dreht die einfach vor sich hin. Und, aber das brauche ich oder ich will ich gar nicht, weil mir reicht es so dicke aus, was die kann. Jetzt zeige ich euch mal so ein paar Sachen, was ich gemacht in der Guzzi, was ich gemacht habe. Was übrigens auch sofort auffällt, das ist der Kippwinkel. Der Ausleger von dem Seitenständer ist jetzt so konstruiert, dass die wirklich auch mal am steileren Stück stehen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass die auf die andere Seite fällt. So, dann habe ich hier ist die Fernbedienung montiert, mit der steuere ich die Kamera und den Sprechfunk. Ansonsten habe ich da unten die Hupe montiert, ein Zweiklang-Fanfarensystem. Hört ihr? Also die macht richtig Musik. Also anders wie das Gerätteil, was sie da serienmäßig verbauen. Dann haben wir vorne noch montiert
die Kellermann Scheinwerfer, die DE-Leuchten. Unheimlich helles Licht, also optimal eigentlich, wie ihr das braucht zum Fahren. Und ansonsten haben wir hier hinten die Kofferträger, weil der Gutz die wirklich auch optimal jetzt konstruiert. Ich stecke sie einfach drauf und das war's dann. Ja? Also eigentlich perfekt. Was auch noch war jetzt mit der Scheinwerfermontage, die hat hier unten Löcher drin für die Kabeldurchführung. Also das war auch ganz easy und eigentlich optimal zum Anschließen. Gut, dann hat sie drauf die beheizte Sitzbank und sie hat drauf die Griffheizung. Komme ich gleich noch dazu. So, da bin ich wieder. Dann schauen wir mal das Display. Im Display habe ich hier die verschiedenen Möglichkeiten. Also, wie gesagt, ich habe jetzt da um die 3000 Kilometer gelaufen, war jetzt beim Service und der Roland Däs hat noch das Lenkkopflager eingestellt. Das war die Werkseinstellung, sagte mir, war relativ hart, also das muss, er hat etwas losgelassen. So, dann haben wir hier die Menüführung. Also, ich habe zwei Tripcomputer, also A und B, wo ich dann Tageskilometer, Verbrauch und so weiter abrufen kann. Ich habe hier drin die Fahrzeit, ich habe hier drin die maximale Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit, den Verbrauch, momentan Verbrauch und die Traktionskontrolle. Dann habe ich hier Gangzeige, Drehzahlmesser, Tank und Kühlwasser. Die Kühlwassertemperatur ist relativ klein, aber gut, gewöhnt man sich dran. Oben links Uhrzeit, dann Temperatur, Griffheizung, Modi, die ich hier unten verstelle und Restreichweite Tank. Also was bei mir jetzt auch auffällig war, es gibt da einen Modus Tour und es gibt den Modus Road. Komischerweise braucht die auf Tour so 0,3 Liter im Verbrauch weniger. Also ich fahre sie da so mit 5,2 und im Road-Modus braucht sie so 5,4, 5,5 Liter. Warum das so ist, also ich stelle jetzt beim Fahren keinen großen Unterschied fest. Aber okay, das mag sein, dass da irgendein Unterschied dann in der Ansteuerung ist. Ja. So, als nächstes haben wir dann die Griffheizung dreistufig. Zur Griffheizung ist zu sagen, also die ist jetzt wirklich mit der BMW-Griffheizung nicht zu vergleichen. Es kommt zwar etwas warm, aber ja, also bei minus 5 Grad denke ich mal nicht mehr ganz so geeignet. Dann der Unterschied dazu, die Sitzheizung. Die Sitzheizung muss dann wirklich noch ein paar Kilometer zurückschalten, weil die wirklich dann so heizt, dass es das richtig warm wird da unten am Popos. Ja. Also das ist dann schon richtig heftig. Dann haben wir hier die Windschildverstellung. Bei der Windschildverstellung ist so, die Scheibe im obersten Zustand klappert die, wenn ich eine schlechte Straße fahre. Das stört mich und da müssen die nochmal noch was machen. Ich hatte sie jetzt, wie gesagt, ja beim Service und der Roland hat auch danach geschaut. Er sagt, das ist einfach die Konstruktion selber. Also das wäre noch eine Verbesserung wert. Ansonsten habe ich noch dieses MIA-System, also ehrlich gesagt, auf das hätte ich verzichten können, bräuchte ich nicht, weil ich es ja über das Navigationsgerät steuere da oben. Aber gut, hat sie drin, so ist es eben. Was noch zu sagen ist, der Quickshifter, der arbeitet wirklich absolut super. Also das ist rauf runter eine ganz easy Sache. Sie zeigt hier unten an, wenn er nicht einsatzfähig ist, also das heißt, wenn ich unter, ich glaube, 20 km/h roll, dann sollte ich kuppeln dazu. Aber das funktioniert wirklich in der Praxis astrein, wirklich astrein. Ja, was haben wir sonst noch? Also was noch störend ist, sage ich mal zu, die Scheibe sagte ich schon. Das zweite sind die Reifen. Also das wird immer schlimmer. Also die macht eine Musik beim Roller. Also ab, das merkst du zwischen 40 und 120, dass das richtig laut wird. Also gut, das sind jetzt die Michelin drauf. Also ich habe schon gesagt, nächstes Mal kommen bei mir die Conti TrailerTac 3 drauf oder irgend sowas oder ein Pirelli Scorpion 2.
da wird das Thema beseitigt sein. Ein weiteres Problem ist die hohe Leerlaufdrehzahl. Das sagte ich ja schon in dem Einführungsvideo. Ich lasse dich jetzt mal laufen und lege mal einen Gang ein, dass ihr mal seht, was ich meine damit. Ja? Also ich habe jetzt hier Leerlauf und jetzt muss ich bremsen hier. Wenn ich mache so einen Satz nach vorne, so habt ihr gesehen. Nochmal. Also da muss man sie richtig halten. Also das ist richtig heftig. Da spielt natürlich diese hohe Leerlaufdrehzahl mit rein, weil ganz klar, die dreht mit, ich weiß nicht, im Stand 1200, 1400 Umdrehungen. Und das merke ich dann nicht nur, wenn sie steht, sondern das merke ich auch eindeutig, wenn ich runterfahre und habe ein paar Serpentine zum Einfahren und muss da wirklich runterschalten, zweiter Gang, erster Gang. Und da muss ich immer noch Bremse dazu, weil die einfach im Leerlauf zu hoch dreht. Aber ich denke, das werden die mit dem Update noch lösen, das Problem. Und dann ist es weg. Ein weiteres Problem, was mir jetzt aufgefallen ist, ist das Sterben der Mutterguzzi-Händler. Also wenn du da rumtelefonierst, und das ist bei uns auch auf unserer Facebook-Seite, sagen das wirklich extrem viele Mutterguzzi-Fahrer, dass sie keinen Händler mehr findet, wo dieses Motorrad richten will, also Kundendienst machen will. Verkaufshändler gibt es natürlich, aber die Servicehändler über das Land, die sterben aus. Und Leute von Mutterguzzi, eins müsst ihr euch wirklich überlegen. Wenn die Händler nicht mehr da sind, es gibt wenig Leute, die 100 Kilometer zum Service fahren. Ja? Da gibt es ein paar Enthusiasten, die das machen, aber die meisten machen es halt nicht. Aber klar, neues Management, die wollen erstmal Geld verdienen. Die haben jetzt eine gute Palette, wirklich eine sehr gute Palette mit der V85, mit der Stelvio, mit der Mandello. Tolle Motorräder mit der V7, wirklich ganz tolle Motorräder, lassen sich verkaufen, wie die letzten 30 Jahre nicht. Und jetzt geht man an die Händlerin und sagt, die erfordern unsere Standards. Ja, was soll das für ein Quatsch sein? Wirklich. Ja, wie es eben immer so ist, wenn man dann weiterfährt, dann fallen einem noch ein paar Sachen ein. Also ein Punkt ist noch der Tank bzw. die Tankleeranzeige. Also ich habe jetzt gestern vollgetankt, also da ging die Anzeige schon an. Und dann ist es ja bei der Stelvio mittlerweile wieder so, die zeigt nicht mehr die Restreichweite an, sondern bei der ist es so, wie es bei meiner Norge und bei meinen alten Stelvios auch schon war, die zeigen dann die Fahrstrecke an, ab, aufleuchten, Tankinhalt. Und ich bin dann rund 20 Kilometer gefahren und habe dann nachgetankt. Ich habe sie wirklich ganz voll gemacht und habe dann 17,5 Liter reinbekommen. Also jetzt gehe ich mal davon aus, dass der Tankinhalt mit 21 Litern tatsächlich stimmt, so dass praktisch zu dem Zeitpunkt nur 3,5 Liter im Tank waren. Also da finde ich, das könnte man auch nochmal ein bisschen besser auskalibrieren, damit man nicht gerade schon Schweißausbrüche bekommt, wenn die Tankleuchte angeht. Ein weiterer Punkt, der noch auffällig war, ist die Spurtreihe der Reifen. Da ist es so, wenn man sich sehr, sehr flott fährt, wirklich sehr, sehr flott, dann ist es so, dass sie dann in sehr engen Kehren doch fast ein bisschen reinfällt. Das macht aber bestimmt der weiche Reifen auch mit aus, der da einfach doch ein bisschen anders aufgebaut ist, wie die doch etwas sportlicheren Reifen. Aber ja, das ist auch Jammern auf hohem Niveau natürlich. Aber dafür entschädigt sie natürlich mit einem Sound, der ist, ja, der mir, ich bekomme da fast eine Gänsehaut, wenn ich da irgendwo reinfahre und ich schalte runter und ich höre das Brummeln da unten im Auspuff unter mir. Also ich finde es so super, wie das tut, und ja, sie ist ja nicht laut, also das kann man nicht sagen, aber dieses Brabbeln, was halt die Guzzi macht, das ist einfach einzigartig. Und ja, das ist jetzt auch komischerweise, sind ja alle Anfragen, fast alle Anfragen bei mir, die gekommen sind, die fragen, warum es denn keine BMW geworden ist. Ich weiß nicht, was die Leute immer mit der BMW haben.
Also erstens ist natürlich mal so, dass natürlich auch andere Hersteller gute Motorräder haben, wie Triumph oder KTM oder wie die alle heißen. Also da gibt es ja wirklich gute Motorräder. Ich hatte das ja schon mal ausgeführt, dass halt für mich der Kardan schon mit ein wichtiger Punkt ist, den ich einfach haben möchte. Und daher ist es jetzt die Moto Guzzi geworden. Für alle, die angefragt haben, kann ich eins sicher sagen. Ich bin ja die R1300 GS auch schon gefahren. Faktisch bestimmt ein ganz tolles Motorrad, technisch up to date. Wahrscheinlich auch besser up to date wie die Moto Guzzi. Aber das ist natürlich immer die Frage, was man möchte. Zum einen habe ich mir schon 2019 einfach eine persönliche Grenze gesetzt für den Preis von so einem Motorrad. Ich werde nicht mehr wie 21.000 Euro ausgeben und an das habe ich mich bis heute gehalten und habe es auch meiner Frau versprochen und es wird so bleiben. Und das Zweite, und das ist da schon auch echt ein Punkt, wenn ich jetzt auch gestern auf der Platte wieder gesehen habe, wie viel GS da standen, und das ist ja auf der Pässe genauso. Also an einem Samstag auf dem Stilfserjoch, da musst du ja fast einen Piepser am Motorrad montieren, dass du dein Motorrad wieder findest. Weil wenn du mit der BMW kommst, da stehen wirklich hunderte BMWs da oben, die auch echt noch gleich aussehen. Da hast du mit der Moto Guzzi schon ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Und eins ist natürlich so, die Emotionen, die so ein Guzzi auslöst, das kannst du weder mit Geld wegmachen, noch mit der Technik wegmachen. Ich denke, alle wissen, dass sie einen V2 aus Italien gekauft haben, der vielleicht ja doch ein bisschen andere Emotionen auslöst, wie so ein Großserienprodukt aus Deutschland. Aber das soll ja nicht heißen, dass das Ding schlecht ist. Also ich bin froh, dass ich diesen Schritt wieder gemacht habe, dass ich wieder bei der Stylewheel bin, dass ich die Leistung jetzt habe, wo ich möchte. Und ich bin wirklich so happy mit dem Motorrad. Ich kann von anderen Nachteilen nicht berichten, wie ich gesagt habe. Und wenn jetzt Moto Guzzi ihr Händernetz noch hinbekommt, dann ist das ein ganz super tolles Motorrad, das garantiert seinen Weg machen wird. Also, jetzt fahre ich mal weiter und schaut einfach mal, wenn es euch interessiert, schreibt er mir. Also, bis dann, euer Motorradtourer und Kanal 2 Adventure Touring.